Jetzt kommen wir zu Stier. Ich muss ein bisschen trinken. Wow. Trockene Hals, ich rede so viel. Okay, Stier ist jetzt Liebe, Juni 2022. Was ist die Botschaft für Stier? Was ist bei dir los in Sachen Liebe? Mhm. Oh! Ah. Ah. Lass deinen Ex-Partner los, Stier! Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Du bist blockiert für etwas Neues. Und es hat Ich kann nicht ausschließen, dass du dich getrennt hast und hast immer noch Kontakt mit dem Ex oder Treffen oder so. Ja? Was bringst du noch? Stier. Zwei Karten, bitte. Zwei Karten. Ja, danke. Kommt doch her. Ja, Gefühle sind ein bisschen noch vorhanden. Mit dieser Ex. Ah! Mm, glücklich sein. Gnade. Mm, Rückzug. Also, was ich hier merke, ist ein Hin und Her. Hin und Her, Hin und Her zwischen dir und deinem Ex-Partner. Ja? Du wünschst, ja, es wird wieder die Kurve kriegen bei euch. Ja, du wirst glücklich sein mit dieser jemand. Und plötzlich kommt, schau mal, Rückzug ist die Freude weg. Also das ist ein ewiges Hin und Her, Stier. Ein ewiges Hin und Her. Und du hoffst. Und jedes Mal hoffst du. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht mit dem Ex-Partner noch dich triffst oder eine Freundschaft, ich weiß nicht, was da los ist. Aber du hoffst und dann pum, ja. Also der möchte nur mit dir gute Zeiten haben, aber nicht etwas, Festes. Da, so merke ich, ja. Oh, Stier. Du musst aktiv werden. Du musst aktiv werden und die Einladung nicht mehr befolgen von deinem Ex. Ja, siehst du, was habe ich gesagt? Oh. Wenn er dich einladet, der hat nur Affäre, nur Spaß im Kopf, dein Ex. Und du hast, siehst du, schau mal. Weißt du, die Gefühle sind schon ein bisschen da. Ich habe das Gefühl, wir waren noch lange zusammen. Von deiner Seite merke ich, dass Gefühle hier sind. Und dein Ex, der möchte nur Spaß. Ja? Die Anziehungskraft ist da, vielleicht auf sexueller Ebene. Aber der möchte nur Affäre. Der möchte nicht Festes. Das ist das, was ich gemerkt habe. Er tut die Einladen, und das, diese Hoffnung, die immer wieder kehrt bei dir. Das ist die Schwierigkeit, die du hast, ihn loszulassen. Mein Gott, der möchte nichts, ich bin hart in meiner Legung. Der möchte nur eine Affäre mit dir. Das musst du einsehen, meine Liebe. Sonst bist du blockiert. Ja? Und ich kann nicht ausschließen, dass er mit mehreren Frauen, ja, sich gut gehen lässt, ne? Und du bist da und hoffst, und das blockiert, dass du jemand Neues kommt in dein Leben oder dass du dich wieder öffnest für jemand Neues. Da kann nicht jemand Neues kommen, weil du beharrlich bist mit deinem Ex-Stier, ja? Deswegen, schau mal die Karte, lass deinen Ex-Partner los, das war's. Das war. Es kommt nicht, wie es mal war. Der möchte das nicht. Du möchtest, aber er möchte das nicht. Er möchte nur gute Zeit haben mit dir. So, so sagen mir die Karten.
Stier, Zukunftskarte. Stier. Zukunft. Ui. Oh, schau mal. Oh mein Gott, liebe, liebes Leben. Gerechtigkeit wirst du erfahren. Justiz. Schau mal. Gerechtigkeit wirst du erfahren. Du hast noch diese Schleier vor den Augen, ist noch zu. Du wirst die Wahrheit erlangen, was dein Ex-Partner betrifft. Und dann musst du für dich, ja, musst du das Glück für dich entscheiden. Entscheide ich für neue Liebe, mein Herz, oder entscheide ich für etwas Altes, ja. Also du bist zwischen und du musst für dich entscheiden, weil das da, was ich hier sehe, das tut dich nicht gut, dass du noch diese Affäre hast mit deinem Ex. Diese Hoffnung, die immer wieder erblüht bei dir, geht zur Grunde, weil er nur eine Affäre will. Das ist das, was ich möchte sagen. Du musst, es kommt Gerechtigkeit, du musst Urteil, du musst ein Urteil, Punkt, fertig. Du musst an dich denken, ja, schau mal, das ist eine Prüfung für dich, ja, das ist eine Prüfung für dich, eine Lernaufgabe, sich zu verbessern in Sache Liebe, sich auch zu beweisen, dass du reifer wirst durch diese Erfahrung. Se passe, Corazon. Oh, mio Corazon, das se passe, das ist vorbei. Und geh vorwärts, sagen mir hier die Karten. Und diese Affäre, also diese Affäre, ja, ihr habt eine Affäre. Diese Ex-Parte weiß ganz genau, was für einen Knopf drückt bei dir, dass du... wie Butter schmelzt. Der weiß ganz genau, wie er die auf, um die Finger wickelt. So, eine Botschaft für diese Corazon hier. Stier, eine Botschaft noch von den Engels für dich. Was dein Liebesleben anbelangt. Oh, meine Liebe, du verlierst Zeit. Weißt du, was ich meine? Kein Grund zur Sorge. Denke nochmal darüber nach. Ja, denke über deine ganze Situation. Das bringt doch nichts, was du möchtest und dein Ex-Partner möchte nur eine Affäre. Du verlierst wertvolle Zeit. Ja, so. Okay, dann eine Botschaft noch für dich. Ja, das finde ich wichtig, dass du weißt, was mit dir los ist und dein Gemüt und so. Oh, Stier. Die Botschaft ist, geh vorwärts. Verliere keine Zeit mit jemandem, der nicht möchte, ja? Oh! Hey, hey! Was habe ich gesagt? Nein, also, ey. Schau mal, Stier, was habe ich gesagt? Was? Du jetzt lesen bitte, was steht hier? Lese, bitte vorlesen, was steht hier? Geh vorwärts. Schau mal, was hier steht. Geh vorwärts, das ist eine Botschaft für dich. Ich kann nicht ausschließen, dass du mit Steinbock zu tun hast. Leg all deine Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Schau mal diese Botschaft hier. Ich drehe durch. Stier, geh vorwärts. Hier. Was habe ich die ganze Zeit geredet? Geh. Gottes Wille, geh, aber geh. Vorwärts. Du stagnierst hier mit dieser Ex. Jesus Gott, danke, liebes Universum. Das ist die Antwort für dich, meine Liebe. Oh, Corazon, ich weiß, du leidest, weil du hast noch Gefühl. Ach Gott, das war der Highlight von dieser Legung jetzt Samstag. Ehrlich, du. Das ist das, was ich die ganze Zeit geredet habe. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber schau mal, was hier rausgekommen ist.
hier vor, live vor euch. Ja, das ist keine, das ist hier. Das ist Antwort für Stier. Geh vorwärts. Mein Gott, danke, liebes Universum. Das war der Knall jetzt. Stier, das war jetzt der Knall. Also, du hast Antwort vom Universum. Also, näher zu Gott kann man nicht sein. So, du hast deine Antwort hier. So. Alles Gute, okay?